Was ich mich dann nur frage, wie man dazu kam, die Tiere aus Dschungelbuch in eine moderne Serie zu packen. Ey, yo, Leute, willkommen zu meinem Video. Und ihr seht schon wieder, wenn ihr mich nicht seht und so eine Anzeige, dann ist wieder Zeit für ein Quiz. Heute erkennt sich diese 90er Zeichentrickserien am Bösewicht. Das heißt, wir kriegen nur einen Bösewicht aus irgendeiner Zeichentrickserie der 90er gezeigt und müssen dann sagen, welche Serie das ist. Ich würde sagen, wir beginnen. Und die Nummer 1. Wer ist das denn? Ist es von Alfred? Ich weiß den zweiten Namen nie. Ich sage jetzt Alfred Quack, Pokémon, DuckTales oder Duck. Das müsste von Alfred Quack sein. Ich weiß zwar nicht, wie er heißt, aber zu Pokémon gehört er nicht, zu den DuckTales auch nicht, zu Duck auch nicht. Deswegen bleibt nur Alfred Quack. Stimmt, Kra, die machtbesessene Krähe aus Alfred Quack. Und die zwei. Als die Tiere den Wald verließen, Captain Baloo und seine tollkühne Crew, Roccos modernes Leben, Gargoyles. Das ist Shere Khan, das weiß ich aus Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Was ich mich dann immer frage, wie man dazu kam, die Tiere aus Dschungelbuch in eine moderne Serie zu packen. Aber egal. Das ist Shere Khan, Präsident des Khan-Konzerns aus Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Die drei, wer ist das denn? Teenage Mutant Hero Turtles, Bonkers, Disneys Gummibärenbande, die Glückspärschis. Ich muss jetzt zugeben, Bonkers kenne ich gar nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie er heißt, aber ich weiß, wozu er gehört. Nämlich zu den Glückspärschis. Meister Herzog, einer der vielen Fieslinge aus die Glückspärschis. Die vier, Chip und Chap, Ritter des Rechts, Captain Baloo und seine tollkühne Crew, Cat Dog, Ren und Stimpy. Auch hier muss ich sagen, Ren und Stimpy sagt mir zum ersten Moment nichts. Auch hier weiß ich, wozu es gehört, aber nicht, wie er heißt. Das gehört zu Chip und Chap, Ritter des Rechts. Alcazon, ja klar. Das ist Alcazon, der Bösewicht aus Chip und Chap, Ritter des Rechts. Die 5. Teenage Mutant Hero Turtles, Gargoyles, Digimon, Dragon Ball Z. Und das weiß ich, das ist Shredder aus Teenage Mutant Hero Turtles. Das ist mir zu lang, ich sage Ninja Turtles, habe ich es früher auch immer genannt. Also Shredder aus den Ninja Turtles. Der Bösewicht der Turtles, Shredder. Die 6. Disneys Gummibärenbande, Bonkers, Teenage Mutant Hero Turtles, Chip und Chap, Ritter des Rechts. Das ist natürlich aus der Gummibärenbande. Das Herzog Iggzorn, der Fiesling aus der Gummibärenbande. Die 7. Disneys Gummibärenbande, Alfred Quack, DuckTales, Chip und Chap, Ritter des Rechts. Das ist Gundel Gaukelei aus den DuckTales. Der Klassiker unter den Bösewichten, Gundel Gaukelei aus Entenhausen. Die 8. Digimon, Pokémon, Dragon Ball Z, Pepper Ann. Ganz ehrlich, das weiß jeder, das ist Team Rocket aus Pokémon. Das ist James aus dem Team Rocket, die Bösewichte bei Pokémon. Die 9. Ninja Turtles, Captain Baloo und seine tollkühne Crew, Darkwing Duck, Goofy und Max und das ist Darkwing Duck. Megavolt, einer der vielen Bösewichte aus Darkwing Duck. Die 10. Bonkers, Hey Arnold, Disneys große Pause, Pepper Ann und das Miss Finster aus Disneys große Pause. Das Miss Muriel P. Finster aus Disneys große Pause. Und auch schon die 11, die letzte schon. Ihr seht, es wird ein sehr kurzes Video, weil es einfach relativ einfach bisher war. Ist das jetzt Duck, SpongeBob Schwammkopf, Rugrats, Ren und Stimpy? Und das dürfte Roger, glaube ich, hieß er aus Duck sein. Roger M. Glotz, der Erzfeind von Duck. Die 90er waren deine Fernsehjahrzehnte, nicht schlecht. 11 von 11. Ja, also wirklich, diese ganzen Serien, die hier vorkamen, wäre jetzt zum Beispiel Bonkers gekommen oder Ren und Stimpy. Weiß ich nicht, ob ich es gewusst hätte. Aber das waren jetzt alles Serien, die ich gekannt habe. Deswegen war es sehr, sehr einfach. Deswegen hatte ich alle Bösewichte dieser 90er Serien richtig. So, und das war's jetzt auch schon vom Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, zeigt doch gerne mit einem Daumen nach oben. Hier sind jetzt nochmal zwei alte Videos für mich eingeblendet. Könnt ihr draufklicken, sehr, sehr interessant. Und natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.